3, 2, 1. Oh, läuft schon. Guck, habe ich schon Aufnahme gedrückt. Herzlich willkommen zurück. Wir schauen, wie viele Mupfel wir haben. Hier müssen wir noch zwei finden. Und in der zweiten Welt haben wir eine verpennt. Warum auch immer. Prähistorik war das Wort, was wir letzte Folge gesucht haben. Haben wir natürlich mal direkt verschissen, weil eigentlich ein simples Wort. Habe ich nicht auf den Buckel gekriegt. Okay. Irgendwo wird hier erstmal A noch nur eine Mupfel sein. Ich schau mal, ob ich das anpingen kann, einfach. Oder ob ich nachher von der Mitte dahin muss. Ich ping erstmal an. Okay, ich kann anpingen. Dann fließt jetzt der Äther hier hin. Sehr schön. Und so füllt sich wahrscheinlich das Becken da nachher. Prähistorisch, das ärgert mich gerade. Oh, da ist noch so ein Schilding. Mach mal hier. Läuft. Ein bisschen abstauben. Zack. Ohne meditieren. Was bist du? Oh, der wurde. Du warst was. Er ist direkt weggesnackt worden. Das ist natürlich ein Riesenvieh, ne? Alter Vater. Oh, hübsch. Ja, Gal hatten wir schon. Hatten wir auch. Ein bisschen Vieh vorhanden, ne? Okay, ich beobachte irgendwas. Ah, da ist er. Ich wollte gerade sagen, was ich nicht sehe. Hier, du bist auch so ein Riesen-Oschi, ey. Alles nur ums Netten? Ja, dich hatte ich schon. Ja, okay, wir haben genug gesehen. Okay, komm. Weiter geht's. Wir müssen A, Mupfeln suchen und B, muss ich noch weitere Wege hier finden. Schauen wir mal. Weil das öffnet mir nachher die Tür. So, jetzt schauen wir mal, was hier rechts auf der Seite noch ist. Ich finde das halt auch cool, dass wirklich diese Lufteinspielung hier vom Wasserfall mit drin ist, ne? Fand ich ganz geil gemacht. Ey, irgendwie sieht es hier dunkel und düster aus. Bin ich schon. Gut, pingen wir das nächste Ding mal an. Oh, bevor wir das Ding anpingen. Ich hab noch was gefunden. Wir können noch was rufen, oder? Der ist schon hellblau, ne? Ja, ich glaube, das ist schon. Ich will es trotzdem gerade nochmal sicher wissen. Ja, ist schon. Schade. Gut. Dann geht's hier jetzt weiter. Öffnen wir mal die Schleusen. Schauen wir mal, was wir noch rauskriegen. Jetzt muss der Brunnen in der Mitte sich ja eigentlich füllen und das Haupttor freispielen. Und zack. Schön gemacht. Na dann, auf geht's. Ich will ja nicht meckern, aber ich schaue erstmal, ob ich hier oben noch vielleicht irgendwo lang gehen kann. Da hinten sieht es so aus, als könnte ich lang gehen. Weil es gibt ja noch eine Mupfel. Und in die Richtung muss ich sowieso schwimmen. Ah, ich glaube, ich habe sie schon. Was seht ihr da hinten? Ich glaube, da ist sie. Auf diesem roten Baum da hinten. Das sieht nach einer Mupfel aus. Sehr gut gesehen. Aber unter Wasser habe ich halt nichts gesehen. Darum musste sie ja hier sein. Mann, ist das hübsch, ey. Um es mal mit dem Tag eines Prolers zu sagen, da mal Altmüll entsorgen, ey. Aber wie süß, guck mal, er hat sich hingesetzt und dann aufgestanden. Der irgendwo muss die Mupfel ja sein. Ah, hier sind wieder Lurche und Schildkröten. Läuft. Sehr schön. Könnte noch irgendwo eine sein? Nee. Gut. Dann
Körper rein und weiter. Das ist übrigens, finde ich, die optische Darstellung, also Drehung und so ist besser mit der Maus, aber das Steuergefühl ist besser mit dem Controller. Wow, ich wusste gar nicht, dass wir so speeden können. Und jetzt passiert was? Okay, da geht es nochmal noch weiter nach oben. Ja, wo sind wir denn gelandet? Voll sehr lustig, weil ihr vorhin gesagt hatte, mal Land vor unserer Zeit. Hat er ja auch noch recht. Noch. Aber schön. Der Hai wurde anscheinend damals sehr verehrt. Ich wollte gerade sagen, ich will abtauchen, kann ich aber nicht. Das Spiel möchte es nicht. Gut, dann pingen wir jetzt mal hier das Ding an. Und schauen, was sich jetzt Gigantisches vor uns öffnet. Wir müssen ja anscheinend ganz oben sein. Also wenn ich da jetzt gleich nicht den Ausblick des Todes kriege. Oh. Es ist echt friedlich, ne? Schon schön, ey. Gut gemacht. Es ist echt so eins der Spiele, das kann man auch echt, weißt du? Wenn man Kinder hat und sie möchten ein bisschen was spielen, das kannst du ihnen so in die Hand drücken. Schon. Ich muss einmal Ausschau halten gerade. Ja. Ich denke, ich soll hier rein. Entschuldigung, ich hab gerade leicht die Fassung verloren. Oh cool, wir können wieder Fische anpingen. Jawohl. Und noch einer. Runter. Oh, da seid ihr. Oh, oh. Also. Kann ich euch mitnehmen? Kein Problem. Das ist Fische. Das ist... Wow. Okay. Ich will da oben hin. Ich will da oben hin. Okay, komm ich nicht. Schade. Okay, die Fischsequenzen und diese, also diese Stream-Sequenzen finde ich tatsächlich sehr, sehr cool gemacht. Das sieht aus wie so eine alte Kirche irgendwie, finde ich. Oh, mitnehmen. Habe ich noch einen? Mach's gut, Sven. Danke fürs Zuschauen. Okay, ich werde durch den Ring von Fischen schwimmen. Weil... Darum. Ich habe keine bessere Erklärung. Ich werde durch diesen Ring von Fischen schwimmen. Ich glaube, ich muss an die Decke. Ich bin aber nicht sicher. Nein, ich muss nicht an die Decke, aber es ist mild hübsch. Müssen wir anscheinend noch irgendwo unter Wasser was suchen. Da ist eine Tür, da kommen wir her. Und dann... Muss ich der Kette vielleicht folgen? Würde ich jetzt spontan tippen. Mann, ich habe immer noch ein Kloß im Halse.
Okay, das wird es wahrscheinlich auf der anderen Seite auch noch geben. Also schwimmen wir da auch nochmal gerade rüber. Ach, ist das schön. Hey, pickst du das jetzt mal bitte an? Ist das jetzt so ein riesen Ätherfluss? Das sieht stark danach aus, ne? Einfach rein, was soll schon passieren? Ein bisschen aus wie so eine kleine Galaxie, finde ich. Ich bin Roboter. Egal. Passt schon. Okay, wir haben anscheinend jetzt alles verbunden. Und holen uns jetzt die finale Ätherblase. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Oh, da ist der Hai wieder. Der war doch voll tot. Das ist derselbe. Oh, jetzt habe ich Gänsehaut, ey. Ja, ist derselbe, der hat die Narbe am Auge. Müsst ihr gleich mal drauf achten. Oh, ich bin auch wieder hergestellt. Mein Freund der Hai. Okay. Hauptsache jetzt der Turbo-Speed einmal richtig angeschmissen. Komm, Digga, zeig mir. Verbindung. Oh, ich habe mein Schiefband freigeschaltet, weil ich mit ihm jetzt geschwommen habe. Verbindung. Jetzt gib mal Gummi. Und jetzt Rolle. Und nochmal Rolle. Yeah. Und jetzt runter. Runter ins Wasser. Und jetzt snacken wir ein paar Fische. Oh, yeah. Und das machen wir nochmal. Scheiß jemand an. Oh mein Gott. Okay. Ich wollte einen Backflip machen, aber ich habe da was anderes gesehen, Junge. Das machen wir jetzt nochmal. Okay, warte mal, ich muss mal gerade lösen, aber da war noch was. Das ist eine Mupfel. Wie komme ich denn an die Muschel ran? Ich muss da rüberspringen mit dir, ne? Komm her, Digga. Komm, komm, da holen wir uns die ja wohl nochmal. Wer ist ein guter Hai? Ich weiß nicht, ich hoffe, du brichst das jetzt nicht ab, wenn ich das so mache mit dir. Ich tippe, dass wir da rüber springen müssen, aber das ist nicht so einfach. Die Steuerung für den Hai. Ja, ich weiß. Nicht ganz so leicht, weil immer an der Wand, so wie hier, wird er super langsam und driftet mir dann genau in die gegengesetzte Richtung ab. Das will ich natürlich nicht. Ja. Komm. Siehst du? Da weigert er sich. Es ist super geil. Es macht gerade echt tierisch Spaß, allein das hier zu tun. Aber... Okay, ich versuch's mal mit direkt.
gesehen. Siehst du, hat er wieder rausgezogen vorher. Das klingt jetzt falsch, ja, ich weiß, aber... abgebrochen. Er hat vorher abgebrochen. Ich hab nichts anderes gesagt. So, Junge, jetzt aber. Er lässt mich da nicht auf Land kommen. Er weigert es sich... Kann doch nicht wahr sein, ne? Junge. Junge, wir wollen diese Muschel. Du bist meine Verbindung. Jetzt akzeptier es. Er will es nicht, ne? Okay, gibt's einen Trick? Bin ich doof? Ich kann da, glaube ich, einfach nicht drauf zusteuern. Ich probiere es jetzt nochmal gerade. Wenn nicht, ist die Mupfel halt doof. So. Dann gibt es halt keine Mupfel. Und... Dann bricht er mir halt immer wieder ab. Ach, verdammt. Okay. Dann nehmen wir jetzt den großen weißen Hai und schwimmen hier lang. Ja, wie einfach hier Turbo-Kit gibt. Oh, cool. Wir haben Fische freigeschaltet. Ja, hier. Hauptsache, er geht direkt steil. Läuft. Ich hole mal ein Hai. Ich hole mal ein Hai. Hai, hai, hai. Die Muschel ist aber auch hart. Also, ich weiß nicht, ob es da einen besseren Trick gibt, aber... Ist hier Feierabend oder geht es da noch tiefer? Ne, geht es einfach nicht noch tiefer. Okay, das ist Sand. Gut wissen, ob da noch irgendwas ist. Okay, kann ich hier anpingen? Woohoo! Yeah! Ja, irgendwas haben wir noch freigeschaltet. Egal was, wir befreien jetzt alle Fische. Und hoch mit mir. Seht ihr, ich kann das ja. Oh, guck mal, hier wird alles grün. Und eine neue Koralle. Läuft. Und das Wasser steigt. Habt ihr es gerade gesehen? Das Wasser steigt. Nix ruhig springen. Komm her, Junge. Wir schwimmen jetzt nochmal zurück. Nein. Okay, ich kann da nicht drüber schwimmen. Aber ich kann den Tunneleingang sicherlich wieder nehmen, ne? Und sag nicht, ich komme da nicht rein. Ernsthaft? Ich habe hier gerade die Welt freigeschaltet und du willst mich da nicht nochmal hinlassen? Ne, keine Chance. Das ist natürlich jetzt kacke. Ich dachte jetzt gerade, weil Wasser und so, ne, ist jetzt frei. Aber schön ist es ja. Schön ist es ja. Oh, ich hab irgendwas... Oh, ich muss hier wieder so ein Stream-Ding. Läuft. Nur mit Hai. Okay, wir befreien jetzt wieder alles. Okay, und geht. Ich hab eigentlich mit dem Hai fast kaum Bock, den Boden zu erkunden. Es ist einfach viel geiler, hin und her zu springen mit dem. Check trotzdem mal gerade, ob hier vielleicht was ist. Nee. Okay, dann befreien wir hier das letzte. Der ist voll daneben gewesen. Haben wir noch geschafft, okay. Und 108 WD und hoch damit. Oh. Okay, wir müssen an der Koordination noch arbeiten. Das war nichts. Wir schwimmen einfach drauf zu. Und noch eine Koralle. Oh, diesmal die zwei mit den Orcas. Ah, noch mehr Wasser. Sehr schön. Ich bin immer noch großer Fan davon, wieder zurückzuschwimmen.
Aber ich fürchte, das Spiel lässt mich nicht. Ja, natürlich lässt mich das Spiel nicht. Gut, dann ein Freudenhüpfer. Aber Bäume unter Wasser sind halt aber auch mal stylisch. Könnt ihr ja sagen, was ihr wollt, ne? Oh, wieder Fische eingekapselt. Oh, verpennt. Okay, schade. So, Nummer 1. Die Musik ist aber auch verdammt atmosphärisch gut gemacht. Jetzt. Oh, hier, komm, den nächsten auch noch. Dann nehmen wir sie alle. Muss jetzt die dreifache sein? Okay, da oben müssen wir lang. Und ich heiße, dass ich mir zumindest nicht einmal umgeschaut habe. Wie gern würde ich da drin mal schwimmen, ey. Unfassbar geil, echt. Okay, jetzt eine Höhle. Also, haben die Quallen da gerade außerhalb des Wassers geschwommen? Mann, ey, ich fühle mich wie so ein kleines. Wie beschreibe ich das am besten? Kennt ihr noch so, als ihr als Kinder so alte Zeichentrickfilme gespielt habt, sowas gespielt habt, gesehen habt, so diese schönen alten, so die Hexe und der Zauberer oder Robin Hood, so wo man sich zum Schluss richtig gut gefühlt hat und so. Genauso fühlt sich das gerade an, finde ich. Richtig schön, ey. Juhu. Einfach wie die ganzen Fische noch hinterherkommen. Okay, hier oben, da ist der nächste. Jetzt aber. Bam! Juhu. Alles klar. Und Rolle! Oh, warte mal. Wenn ich gleich rauskomme, mache ich Sprung mit Rolle. In der Luft. Sprung mit Rolle. Drehen, 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 drehen. Was war das? War das ein Wal? Holy fuck, war das ein Wal? Ich weiß nicht. Okay. Und raus und drehen. Geile Scheiße. Und nochmal. Jetzt drehen! Baby, yeah! Ja, Buckelwale, tatsächlich. Hier, guck mal, ich kann ja auch! Hier, Jungs, schau mir an! Woohoo! Okay. Schwimmen wir mal zum Ziel. Aber das musste ich jetzt gerade einfach ein bisschen rumspinnen. Es tut mir leid, aber da kam das Kind in mir durch. Es war einfach nur schön gerade. Wie Fische mir folgen. So, Jungs. Und nochmal raus. Juhu. Voll geil, oder? Einfach nur schön. Komm ich da mit dem Fisch hier rein? Will er nicht. Tut mir leid. Ich will auch nicht ohne dich. Aber was soll ich tun? Ach so, ja. Läuft. Wir ignorieren das einfach. Wir machen sie alle kaputt. Dreh mich sogar dabei. Woohoo. Bam, Baby. Karneval war gestern. Heute Silvester. So, Junge. Eins mit der Verbindung. Ich kann schwimmen, ne? Schwimmblümchen. Bin auch gerade hellauf begeistert. Schön, ey. Und jetzt wir beide schön mit dem Körper raus. Oh, nee.
Wo sind wir? Oh, jetzt wird alles grün. So ein schön warmes Gefühl, ne? Oh. Das war's. Man kann jetzt noch ein bisschen schwimmen. Kann sogar noch ein bisschen schwimmen. Einfach nur schön gemacht, ey. Also, Fazit. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, 3 Stunden Pi mal Daumen gebraucht. Oh. Nee, Junge. Da ist noch eine Mupfel. Hammerspiel. Schön, stimmig. Einfach nur richtig, richtig schön gemacht. Ne? Echt super geil. Kann man jeden gerne mal zumuten, ein richtig, richtig schönes Spiel. Bin da noch sehr angetan von. Freue mich, dass ich es gespielt habe. Und auch, dass ihr mit mir diese Erfahrung geteilt habt. Ich hoffe, ihr wart halbwegs so gut unterhalten wie ich, weil es ist echt schön gewesen. Ein bisschen am Anfang schwierig mit der Steuerung. Was nimmst du? Nimmst du Maus, Tastatur oder nimmst du Controller? Controller war nachher die richtige Wahl. Einfach nur schön. Echt. Richtig schön. Wenn ihr es mal im Sale kriegen solltet oder so, ihr macht nichts falsch damit. Schönes Spiel. Echt. Was habt ihr denn davon gehalten, wenn ich mal fragen darf? Liebe Leute. Was haltet ihr von dem Game? Kannten es einige von euch vielleicht sogar schon? Das wäre jetzt tatsächlich mal interessant zu wissen. So rum. Und wieder Mettbällchen. Ach, guck mal, er hat sogar mitgemacht. Hab mich vorhin über meine kleinen Hobbys gefreut, ne? Aber er macht auch mit. Hier, seht ihr es? Und nach unten. Das ist wie mein bester Freund, der Hai. Ist er nicht süß? Schön, ey. Einfach nur schön gemacht, echt. Ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly.